Aber ein bisschen Spaß darf ja auch dabei sein. Wie bei diesem seltsamen Fahrrad hier zum Beispiel. Jetzt erstmal anhalten, denn im Sitzen plaudert sich's besser. Was halten Sie denn von sowas? Ist das nur ein Gag, mit dem man Aufmerksamkeit erregt, oder wollte da jemand das Rad neu erfinden? In gewisser Hinsicht ja, denn so seltsam das Fahrzeug und der Fahrer auch aussehen, das Ding hat gewaltige Vorteile. Welche? Das sehen Sie jetzt. Fetzig, aber nichts für die Straße. Liegeräder sind mehr was für Freaks und Spinner, oder? Hier ist es für Spinner, ganz klar, obwohl ich nicht alle als Spinner bezeichnen würde. Aber man kann natürlich damit genauso gut im Alltag über die Runden kommen. Man kann hier auch zeigen, wie fahrstabil solche Fahrzeuge überhaupt sind. Da dürfte Kopfsteinpflaster wirklich kein Problem mehr sein oder auch mal eine vereiste Stelle. Sprich, sicherlich auch im Alltag dann für den Endverbraucher anwendbar. Ein Gefährt für den Alltag, davon sind bisher wohl nur eingefleischte Fans überzeugt. Dabei entpuppt sich so manches Liegerad als echtes Überraschungsei. Etwa so ein voll verschaltes Rad. Es wiegt zwar 30 Kilo und ist daher etwas schwerfällig am Start, dafür ist es aber wetterfest. Und auf ebener Strecke schließlich auch schnell. Manche dieser Renner schaffen sogar über 100 Sachen. Andreas Seilinger tritt an. Er will beweisen, Liegeräder sind etwas für jedermann. Egal ob voll verkleidet oder nicht. Ich fühle mich wie daheim im Fernsehsessel, wie am Strand auf dem Liegestuhl. Bequemer kann man nicht mehr Radfahren. Nichts drückt, nichts zwickt und nichts tut weh. Das geht 8 Stunden so. Besser geht's nicht. Liegeräder, gemütlich, aber unhandlich. Nichts für Sportler. Das glaubt Thomas Breu. Er ist überzeugter Mountainbiker. Es sieht nicht so sportlich aus wie ein Rennrad oder ein Mountainbike und ist somit wahrscheinlich auch sehr im Einsatzbereich sehr begrenzt. Es wäre sicher interessant, das mal auszutesten. Gesagt, getan. Wer ist schneller? Mountainbike oder Liegerad? Hier eines ohne Verkleidung. Kurz nach dem Start liegt das Mountainbike vorne. Doch dann fährt das Liegerad auf und davon. Denn bei wachsendem Tempo steigt der Luftwiderstand. Vorteil für das windschlüpfrige Liegerad. Schnell fahren ja, aber auch schnell anhalten? Das Liegerad bremst etwas schlechter. Den kürzesten Bremsweg hat das Liegedreirad, weil es mit 2 Vorderrädern bremst. Und wie sieht es mit dem Kurvenfahren aus? So ein Liegerad scheint doch recht kippelig. Das Mountainbike ist flink und wendig, keine Frage. Beim Liegerad braucht's dafür schon etwas mehr Fußspitzengefühl. Mit etwas Übung gelingen aber auch hier enge Kurven. Bordsteinkanten und Bodenwellen sind für ein Mountainbike oder ein normales Fahrrad natürlich kein Problem. Aber auch das Liegerad schafft das ganz gut. Richtig geländegängig ist es aber nicht. Dafür überraschend kippstabil. Vor allem als Dreirad im Winter. Wie eine Schneefräse wühlt sich so ein Bike durch Eis und Schnee, während Normalräder bewegt werden müssen wie auf rohen Eiern. Vollbremsung auf Eis? Kein Problem. Und der Komfort? Trotz Federung können Schultern und Nacken verkrampfen. Durch falsches Sitzen oder harten Sattel kann zudem die Durchblutung im Beckenbereich leiden. Im schlimmsten Fall droht, so warnen Experten, Impotenz. Hilft da die Lümmelsitzhaltung der Liegeradler? An der Technischen Uni München wurden Liegeräder, besser gesagt die Sitzposition beim Fahrradfahren, getestet. Versuchspersonen wurden verkabelt und der ein- und ausgeatmete Sauerstoff per Atemmaske gemessen. Außerdem wurden die Versuchspersonen hinterher befragt. Das Ziel war es, festzustellen, wie anstrengend oder entspannend Liegeräder im Vergleich zu anderen Rädern sind. Wie werden Beine und Oberkörper belastet? Per Computer wurde die Tretleistung festgelegt. Das erste Ergebnis: Probleme im Beckenbereich gibt es mit dem Liegerad nicht.
aber Anfänger empfanden die Anstrengung für die Knie größer. An die andere Belastung beim Treten muss sich die Beinmuskulatur erst gewöhnen. Das belegen auch die Bluttests. Versuchspersonen auf dem Liegerad mussten sich demnach mehr anstrengen. Die Fahrer hatten dafür aber keine Rücken- und Beckenprobleme. Also auf Belastung des Körpers liegt der Vorteil beim Liegerad vor allem im Bereich Nacken, Oberarme, Unterarme, Rumpfstützmuskulatur, weil die beim Liegerad sehr entspannt ist, allein dadurch, dass der Körper nicht gestützt werden muss, sondern entspannt im Sitz drinnen sitzt. Alles klar. Okay, probieren wir's. Jetzt will es auch Testfahrer Thomas Breu wissen. Wie fährt es sich auf dem flachen Renner? Genau, Bremse ziehen, dann steht's ruhig. Passt schon alles und mit viel Mumm und Schmackes und Arme locker geht's dahin. Probieren wir's. Perfekt. Am Anfang noch etwas zögernd, dann aber immer flotter. Ja, super. Der eingefleischte Mountainbiker zieht ab. Ist das Liegefahrrad vielleicht doch etwas für ihn? Es macht zumindest Spaß zu fahren. Aber das Mountainbike ist doch noch mein Favorit. Warum? Das ist einfach nicht die Art von Sport, wie ich es mir vorstelle. Und ich mag es lieber richtig anstrengend und das ist doch sehr entspannt. Und es ist ein angenehmes Gefühl, aber nicht mein Interessengebiet. Für manchen sind Liegeräder also sogar zu entspannend. Für andere ist es eher Extremsport. Auf jeden Fall taugen Liegeräder auch als Alltagsgefährt. Und wenn sie auch noch Spaß machen, umso besser.